Heute zeige ich dir, wie du alle Primzahlen mit dem Sieb des Eratosthenes finden kannst. Naja, alle Primzahlen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall alle Primzahlen bis zu einer bestimmten Zahl, da habe ich heute mal die 100 gewählt. Dieser Eratosthenes von Kyrene, der hat im 3. bis 2. Jahrhundert vor Christus im heutigen Griechenland gewohnt. Und der wurde nicht nur durch Mathematik bekannt, sondern der hat auch als einer der ersten den Umfang der Erde ziemlich genau ausgerechnet. Wenn dich das interessiert, dann such einfach mal danach. Auf jeden Fall ist er natürlich auch für einen Algorithmus bekannt geworden, aus einer nach oben begrenzten Menge natürlicher Zahlen alle Primzahlen herauszusieben. Was heißt es? Alle Zahlen, die keine Primzahlen sind, die werden jetzt gleich aus dem Sieb rausfallen und alle, die Primzahlen sind, die bleiben da drin zurück. Die 1 ist deswegen schon mal gar keine Primzahl, weil sie nämlich nicht die Regel erfüllt, dass sie durch 1 und sich selbst teilbar ist, denn das ist ja ein und dieselbe Zahl. Deswegen fangen wir bei der 2 an. Der Algorithmus besagt jetzt, umkreise die erste Zahl, die noch nicht durchgestrichen ist. Ja, also offensichtlich ist es die 2, das ist nämlich die erste Zahl. Von durchstreichen weiß ich noch gar nichts. Im zweiten Schritt streiche alle weiteren Vielfachen dieser Zahl durch, also der Zahl, die wir gerade umkringelt haben. Naja, dann fangen wir mal an. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Und natürlich habt ihr jetzt schon rausgefunden, da gibt es ein System. Wir streichen also jetzt alle Zahlen durch, die gerade sind. Also eine 2 als letzte Stelle haben. Lieber mal doppelt streichen. Alle Zahlen, die eine 4 als letzte Ziffer haben. Alle Zahlen, die eine 6 als letzte Ziffer haben. Alle, die eine 8 als letzte Ziffer haben. Und auch alle, die eine 0 als letzte Ziffer haben. Damit. Der dritte Schritt sagt jetzt, kehre so oft zu Punkt 1 zurück, bis alle Zahlen entweder umkreist oder durchgestrichen sind. Also erster Schritt war, umkreise die erste Zahl, die noch nicht durchgestrichen ist. Also das muss wohl die 3 sein. Jetzt müssen wir alle Vielfachen der 3 wegstreichen. Naja, was sind Vielfache von der 3? Das ist die 6. Ist schon weg gewesen. 9 war noch nicht. 12 war schon weg. 15, das ist noch nicht weg gewesen. 18 ist schon weg gewesen. Sicherheitshalber streichen wir es nochmal weg. 21 ist noch nicht angetastet. 24 war schon weg. 27, 30 war auch schon weg. Was haben wir dann noch? 33, 36, 39. Naja, und ihr erkennt schon, das ist offensichtlich hier in diesen Diagonalen. Dann nehmen wir wieder das Geodreieck oder das Lineal und streichen einfach diagonal durch. Also hier, dort, einmal hier, nochmal da und als letztes hier unten. Und damit es schön aussieht, machen wir es auch hier. Aber natürlich nicht die 3 noch wegstreichen, ne? Nur bis zu der Ecke. So, wir sind wieder bei 3, also müssen wir zurückspringen zu 1 und kreisen die erste Zahl, die noch nicht durchgestrichen ist. Ja, das ist die 5. Jetzt müssen wir wieder alle Vielfachen von der 5 wegstreichen. Und ihr wisst natürlich, ja, mit der Endstellenregel teilbar durch 5, Vielfache von 5, das sind alle, die als letzte Ziffer eine 5 oder eine 0 haben. Und die mit der 0, die sind ja sowieso alle schon weg. Wir sind beim dritten Punkt, müssen wieder zum ersten zurückspringen. Wir müssen die 7er Reihe jetzt wegstreichen. 7 wird umkringelt und alle 7er werden gestrichen. So, 14 war schon weg, 21 war schon weg, 28 war schon weg, 35 war schon weg, 42 war schon weg, 49 war noch nicht weg. Dann haben wir 56, das war schon weg, 63 war auch schon weg, 70 sowieso,
77 war noch nicht weg. 84 war schon weg. Oh, 91 ist auch noch das Letzte, was noch nicht weg war. Und die 98, die war auch schon weg. Das Tolle ist, 100, das ist ja 10 mal 10. Und wir müssen eigentlich nur diejenigen Zahlen überprüfen, die hier kleiner als 10 sind. Weil nämlich die Vielfachen von allen anderen, die jetzt noch nicht weggestrichen sind, die haben wir sowieso schon weggestrichen. Also sind wir bei der Zahl angelangt, die mit sich selbst multipliziert die höchste Zahl von dieser Menge an Zahlen ergibt, dann sind wir schon fertig und können einfach alle, die noch nicht gestrichen sind, umkreisen. 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 50, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 und in der letzten Zeile ist nur noch die 97. Ja, das Sieb des Eratosthenes hat jetzt alles durchfallen lassen, was keine Primzahlen sind und übrig geblieben sind eben die rot umkringelten Primzahlen. Ja, und das ist natürlich einfach das Ergebnis, ne? Die umkreisten Zahlen sind prim. Die Primzahlen zu kennen, hilft dir natürlich auch sehr stark, die Primfaktorzerlegung voranzutreiben. Guck dir dazu gerne auch mein Video zu den Multiplikationsbäumen an.